Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supplier von PS5.de und das ist ein kleines Unboxing-Review-Video zu den neuen Produkten von Gaminger. Ja, PlayStation-Zubehör ist ja immer so ein Thema und ihr wisst ja, da haben wir schon einige Sachen getestet. Die meisten Sachen, die wir getestet haben, waren soweit okay, aber es gab auch so ein, zwei Sachen, wo ich mir sagte, das müsst ihr euch nicht wirklich kaufen, das ist Geldverschwendung. Nichtsdestotrotz, Gaming hat uns ein paar neue Produkte zugeschickt und die werden wir jetzt einzeln mal angucken. Fangen wir einfach mal an und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Eine neue Ladestation. Ich bin sehr gespannt, wie diese Ladestation aussieht. Sie scheint einige Funktionen mehr zu haben. Die werden wir gleich als erstes dann auspacken. Dann haben wir Gummis, Grips, ne, damit das halt besser ist beim Spielen. Weitere Grips in verschiedenen Formen und Größen, das finde ich sehr interessant, besonders für die Hardcore-Gamer und die Call of Duty-Spieler. Dann bin ich sehr gespannt, eine Fernbedienung für die PlayStation 4. Dann haben wir hier eine Schutzfolie, gummiartig, ja, camouflage-mäßig. Dann haben wir hier eine Handyhalterung. Ihr kennt das ja, DualShock Controller 4 am Handy anschließen und dann loszocken. Bin ich auch sehr gespannt. Dann haben wir hier ein komplett austauschbares Cases. Da bin ich sehr gespannt, aber ich kann gleich sagen, das werden wir höchstens in einem separaten Video bearbeiten. Weil ich werde jetzt nicht meinen Das-Fehler-Controller aufschrauben und dann daraus einen blauen Controller machen. Ne? Aber wie gesagt, wir gucken uns das mal an, wie die Qualität ist. Dann ein großer Vertikalstand, wo man auch Sachen aufladen kann. Da gab es schon mal eine Variante von. Das hier scheint die ausgearbeitete Variante zu sein, quasi 2.0. Sehr gespannt. Changing Dock. Und ein Vertikalstand mit auch einigen Anschlussmöglichkeiten. Bin ich auch sehr gespannt. Ach, und nicht vergessen, wir haben noch ein paar Sachen zur Aufbewahrung von Controller und zur optischen Veränderung vom Controller. Ich glaube, das leuchtet sogar im Dunkeln, bin ich aber noch nicht ganz sicher. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann wollen wir auch gleich mit der Ladestation anfangen. Das hier ist die alte Ladestation. Ihr seht, ne, bietet Platz für zwei Controller. Hier waren dann so ein paar LED-Effekte und das war's. Und das hier ist die neue Ladestation, die werden wir uns jetzt mal angucken. So. Hier ist auch der Knochen, Stromkabel, ne? Immer wichtig. Und hier die neue Ladestation. Ihr seht gleich, optisch ist man ein bisschen weggegangen von dem dunklen Plastik und hat hier halt es durchsichtig gemacht, so glasmäßig. Der Controllerbereich ist auch größer und ihr seht gleich den Unterschied. Hier sind noch weitere Ports. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das gleich aussehen wird. So, dann wollen wir mal. Die alte Ladestation wird sich jetzt verabschieden. Du kommst jetzt mal hier hin, ja, so in die Ecke. Und die neue Ladestation wird einfach mal geguckt, wie das jetzt funktioniert. Okay. Ja. Und du kommst jetzt noch dahin. Ja. Ja, sieht gut aus. Und dann habt ihr hier noch Möglichkeiten, zwei Controller quasi auch aufzuladen hier drüber. Das finde ich ziemlich cool. Das ist eine coole Sache. Also theoretisch, ihr habt vier Controller, ne? Zwei so, dann den Rest so. Sehr geil. Jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken, wie das optisch aussieht mit dem Strom dann. So, ihr seht, die Ladestation ist angeschlossen und ihr seht, es ist grün. Sieht auch schon ziemlich stylisch aus. Und jetzt wollen wir den ersten Controller anschließen. Was auch viel leichter von der Hand geht, wie ihr seht. Also total einfach. Und ihr seht hier dann auch, dass die Farbe sich ändert in die Ladefarbe. Sehr geil. Jetzt noch den zweiten Controller anschließen. Perfekt. Geht super von der Hand, sitzt richtig gut. Nicht wundern, wenn es hier ein bisschen klopft gerade. Und ihr seht hier, ja, wird geladen. Und ihr habt dann halt noch die Möglichkeit, zwei weitere Controller zu laden. Das finde ich ziemlich cool. Also quasi vier Controller. Super Entwicklung, Gaminger. Viel besser als die erste Ladestation. Weiter so. Also wie gesagt, die Ladestation ist wirklich ziemlich geil und ja, gefällt richtig gut. So, kommen wir zum nächsten. Gucken wir uns mal an, was haben wir als nächstes. Als nächstes haben wir die Fernbedienung. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mal nochmal gucken. Ich bin ja auch so einer, ich habe mir damals für die PlayStation 3 auch gleich die Fernbedienung gekauft von Sony für 30 Euro damals. Ganz schön heftig. Weil, wie gesagt, ein Controller Filme gucken, das ist nicht so ganz meins. So, dann haben wir hier noch eine Gebrauchsanweisung. Die brauche ich nicht. So, und hier ist das gute kleine Stück. Ah, fühlt sich ein bisschen billig an, muss man sagen. Und leider keine Batterien dabei. Sehr schade. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir Batterien finden. So, Batterien sind drin. Wie gesagt, fühlt sich ein bisschen, ja, nicht so hochwertig an, ein bisschen plastikmäßig an. Aber es ist auch für den Preis völlig okay. Hier seht ihr alle Funktionstaschen. Wie gesagt, Batterien sind nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so war oder ob da noch Batterien irgendwie später eingefügt werden.
Ich muss jetzt Batterien erstmal reinlegen. Aber wie gesagt, ihr seht hier die Tasten, aber das ist ja alles egal, weil wir wollen es jetzt einfach mal testen, wie es ist, wenn man es wirklich mal bedient. Und deswegen dieses Video. Bevor wir die Fernbedienung nutzen können, müssen wir sie natürlich mit der PlayStation 4 verbinden. Dies passiert per Bluetooth. Da gehen wir einfach unter Einstellung. Dann gehen wir runter auf Geräte. Dann gehen wir auf Bluetooth-Geräte. Und ihr seht Remote Control und ihr seht, da ist schon die Fernbedienung. Ich habe sie schon quasi angestöpselt. Ihr müsst dann halt bei der Fernbedienung einfach nur auf den roten Button drücken. Wurde sofort gefunden und wie das dann mit dem Film aussieht, seht ihr jetzt. So, nachdem ihr das Gerät erfolgreich angeschlossen habt, also quasi per Bluetooth verbunden habt, es kann sein, dass hin und wieder einfach mal auch ein Verbindungsabbruch ist. Da müsst ihr gucken, da gibt es so an der linken Seite der Fernbedienung einen blauen Punkt, ne? Der sagt euch, ob die Verbindung steht oder nicht. Auf jeden Fall, ihr seht jetzt hier im Hintergrund einen Film. Ich kann jetzt hier ganz normal das Menü switchen. Ne? Ihr seht es hier einigermaßen. Ich habe es etwas unscharf, absichtlich. Ne? Und dann können wir einfach den Film starten und ja, das ist es halt einfach. Ihr seht es hier, ne? Einfach so ein bisschen rum, buff, buff, buff. Mein Eindruck von der Fernbedienung ist solide, sie ist okay, aber sie haut mich definitiv nicht um. Für Leute, die, ich bin auch einer davon, die gerne Filme mit Fernbedienung gucken wollen, ist es natürlich ein Must-Have, gar keine Frage. Aber ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr, so mal starten den Film, da ist ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber für den Preis kann man nicht meckern und für den Anfang ist es ganz gut. Ja, leider keine Batterien dabei und der Film ist abgestürzt. Aber hey, ihr habt's gesehen. So, und das war die Fernbedienung. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wupp. Eine Schutzhülle. Ich finde, davon kann man nie genug haben, aber die muss ich jetzt ein bisschen aufschneiden. Dafür brauche ich ein Messer. Oder besser, eine Schere. Ne? Die haben wir natürlich hier, weil wir sind ja vorbereitet. Kennt ihr diese Hartplastikverpackungen, ne? Wie oft man sich da schon dran geschnitten hat und sowas? Oh, das Zeug ist tödlich. Tödlich. So, dann haben wir hier gleich zwei Gummis. Ich guck mal kurz, ob die leuchten. Die leuchten, glaube ich, wirklich im Dunkeln. Ich glaube, die leuchten. Also es kann sein, dass die leuchten im Dunkeln. Vielleicht steht da auch irgendwie was. Muss man mal gucken. Jetzt sind wir hier gut vorbereitet. Ne, keine Ahnung. Das fühlt sich soweit ganz gut an. Dann wollen wir mal den einen Controller da einpacken. Es gibt ja wirklich viele von euch, also von euch Lesern, ne, machen das ja, dass sie halt die Controller wirklich in solche Gummis einpacken. Ich persönlich bin da nicht jetzt so der Fan von, aber hey, jeder dem seinen so und dann wollen wir mal machen. Also nicht, dass euch das wundert, ne? Ihr müsst das dann hier in der Mitte stramm ziehen, auseinanderziehen und dann den Controller einfach quasi reinmanövrieren. Das sieht jetzt ein bisschen brutal aus, aber das macht nichts mit dem Gummi. Das Gummi kann das ab. Wir wollen es ja safe, ne? Weil safe geht vor und überhaupt. Ich liebe sowas, ich bin da echt Experte für, definitiv. Und jetzt habe ich den Penüppel abgemacht. Ach, egal. So, erste Ding ist dran. So, dann wollen wir noch hier ein bisschen friemeln. So. Haha. Und jetzt noch hier ein bisschen. So. Also, ihr seht, und schwuppsiwupps habt ihr dann so ein Design und dann halt noch hier so drauf, ne? Finde ich ziemlich cool. Ist sehr stylisch. Gefällt mir sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Fühlt sich auch sehr gut an. Also, Qualität ist top. Kann man nichts gegen sagen. Ja, hier noch ein bisschen da und da an die Seite ziehen. Ihr wisst ja, wie es gemacht wird. Das ist jetzt hier nur schnell. Ja, dann liegt es auch richtig an. So, ja. Finde ich gut. Ich selber nutze sowas nicht, aber ich weiß, dass viele von euch sowas nutzen und das ist auch okay. Und somit verleiht man seinem Controller ein individuelles Design für wenig Geld und hat auch noch eine Schutzfolie drüber, was bei diesem Darth Vader Controller gar nicht mal so schlecht ist, weil, ja. Aber dann sieht man die schönen Sachen nicht mehr. Obwohl, naja. Hatte was. Hatte wirklich was, finde ich gut. Also eine schöne Silikon-Schutzhülle. Ich glaube, das ist Silikon. Ja. Und im schönen Design. Gefällt mir. Also, ja. Gute Sache. Nächste Sache. So. Was haben wir denn noch? Ja, das gleiche haben wir noch in dieser Farbe. Camouflage. Das, finde ich, sieht sehr bekifft aus, um es mal so zu sagen. Aber es ist Geschmackssache wie. Gleiche Prinzip. Fühlt sich ähnlich an und deswegen lassen wir das einfach mal. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Eine Tasche für euren Controller. Sehr geil. Ne, sowas ist sehr praktisch. Besonders, sagen wir mal so, viele von euch haben 2, 3 Controller. Aber wenn ihr alleine spielt, müssen die Controller ja nicht doof rumstehen und die werden dann halt ja auch staubig. Und deswegen kann man ja die hier schön verstauen in so einer Tasche, wo es dann auch gleich noch eine Schlaufe zugibt mit Project Design. Sehr geil. Hup. Tasche fühlt sich
perfekt an. Kann man nicht sagen, ob sie sich, die fühlt sich nicht minderwertig an, ist völlig in Ordnung. Die Reißverschlüsse sind auch völlig gut. So, tada, das Wähler, du kommst jetzt hier rein und zumachen und perfekt. Finde ich sehr geil, besonders für den Preis, und so ist dann euer Controller richtig gut verstaut. Und wie gesagt, hier oben dann macht man die Schlaufe dran, das so. Ja. Und schubsiwups. Kann man kaufen, besonders wenn man halt so seltene Controller hat, wie zum Beispiel den Darth Vader Controller, und den halt wirklich vor Staub und sowas schützen möchte. Finde ich eine gute Investition, solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen. So, der nächste Punkt. Der nächste Punkt sind diese kleinen Dinger, die werde ich jetzt aber nicht auspacken, weil wir wissen, was das ist. Na, die macht ihr oben drauf, habt dann ein besseres... Ich muss den Controller wieder auspacken, so. Obwohl, ich habe ja noch den PS4-Info-Controller da, so ist es ja nicht. Also, ihr macht die Gummis dann hier oben dran und dann habt ihr ein besseres Grip, beziehungsweise ein besseres Tastgefühl. Finde ich eine gute Sache, aber müssen wir jetzt nicht auspacken, haben wir schon tausendmal gemacht. Nein, wir packen jetzt auch nicht das hier aus. Was ist das? Naja, viele von euch kaufen euch ja Controller in verschiedenen Farben zum Beispiel. Ne? Der blaue Controller kam ja auch erst nach dem schwarzen Controller raus und viele haben sich den blauen Controller gekauft. Aber was wäre, wenn ihr euch dann für wenig Geld einfach das Cases kauft und das auch noch sehr, sehr gut verarbeitet ist? Ich habe bereits mit jemandem gesprochen, der ein separates Video dazu machen wird. Und dieserjenige meinte schon, ich kann wirklich in diesem Video sagen, die Qualität ist top. Alle Knöpfe dabei, irgendwie fehlen so zwei Schrauben. Nee, die fehlen nicht, die könnten noch drin sein können, dann hätte es noch ein bisschen was vereinfacht. Guckt euch einfach das Video dazu an, ich werde es unten verlinken, sobald es online ist. Und diese Sache ermöglicht euch einfach, den Controller in einer kompletten Farbe zu changen. Finde ich ziemlich cool. Warum nicht? Genau wie das hier, das sind ja die verschiedenen Gummis. Das sind dann solche Gummis, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt richtig sehen könnt von der Kamera. Und es gibt ja halt auch Gummis, die dann unten so ein bisschen geriffelt sind, so dass ihr besser schießen könnt oder halt ein besseres Gefühl habt. Die hier sind dabei, und das Coole ist, Gaming Elite liegt diese Gummis sehr oft bei der Ladestation und sonstigen Artikeln dabei, also quasi kostenlos. Darauf müsst ihr mal wirklich achten. Aber das nächste, was wir auspacken, ist das hier, die Handyhalterung. Ja, ich habe wirklich schon Leute in der Bahn damit gesehen, die mit ihren Sony Xperia oder anderem Handy Spiele gespielt haben mit dem DualShock Controller. Sehr geil. So, da ist jetzt so ein blöder Klebestreifen. So. Der hat es nicht überlebt. Ja, erwartet jetzt nichts Großes. Es ist einfach eine lustige Halterung. Und ich rufe jetzt mal mein Handy. Handy, wo bist du? Komm mal kurz. Handy. So, Handy ist auch da. Dann wollen wir mal anfangen. Als erstes brauchen wir einen Controller. Ja, geh weg, du böse Verpackung. So, dann brauchen wir das Gerät. Den Controller machen wir dann so. Dann wie eine Gürtelschnalle zu. Oh, der Controller sucht jetzt gerade, wirst aber nichts finden. So ist er jetzt zu. Ah, okay. So. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Verbindung zum Handy. Deswegen machen wir unten das USB-Kabel rein. Natürlich sollten wir auch das richtige nehmen. Ach, ich bin auch eine doofe Nuss. Das kommt nicht hier unten hin, das kommt natürlich hier hinten hin. So, ne? Also vergiss es. Und dann Handy nehmen. In dem Fall mein Samsung Galaxy S6 Edge schießt mich tot. Dann hier einfach rein. Alter, das ist ja echt geil. So, und jetzt theoretisch einfach nur das Kabel mit dem Handy verbinden. Spiel aussuchen und zocken. Und das Ding für wenig Geld. Ich finde das ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich werde das nachher nochmal testen. Und wenn ich es nachher nochmal teste, kommt auf jeden Fall nochmal ein Video hier gleich reingeschnitten. So, wie gesagt, dann könnt ihr jetzt einfach hier so loszocken. Und das funktioniert echt einfach. Ihr müsst einfach nur den PlayStation Power Button drücken hier unten. Verbindungsknopf, Handy erkennt es dann. Und dann die passenden Spiele aussuchen. Und dann geht's los. Sehr geil. Sehr geile Sache, Gaminger. Und das, was wir an der Stelle auch noch erwähnen müssen, ist, dass die Handygröße keine große Rolle spielt. Weil ihr könnt halt, ne? Perfekt einfach. Auch große Handys, kleine Handys. Super gemacht auf jeden Fall. Und sitzt stabil. Wuhuhu. Sehr gut. So, das waren die ganzen kleinen Gerätschaften. Und jetzt kommen wir mal zu den großen Sachen. Wuhu. Und der Tisch wird immer voller. Fangen wir gleich an mit Big Daddy. Charging Stand Nummer 2. Ich kann mich wirklich erinnern, als ich den ersten getestet habe. Der war soweit okay, nicht mal im Fall so, aber der hier ist natürlich noch mal ein bisschen weiter ausgearbeitet mit mehr Plätzen und sowas. Und den wollen wir uns jetzt mal angucken.
quasi alles in einem. Ihr braucht dann keine Ladestation, ihr braucht dies nicht, das nicht. Nein, ihr braucht nur dieses eine Gerät in der Theorie. In der Praxis gucken wir mal. Oh ja, schauen wir mal. 4 Plätze auf jeden Fall. Eine Menge USB-Plätze auf jeden Fall. Ihr seht es, da dürfte es kein Problem gehen. Powerknopf kenne ich ja schon. Und im Endeffekt ist es dann... Oh, ach ja, genau, darf ich nicht vergessen, die Lüfter. Ne? Also ihr habt da auch Lüfter drin. Wie laut, wie leise die sind, das werden wir gleich mal testen. Aber jetzt bauen wir das Ding erstmal zusammen. Jetzt einfach mal den Controller. Der Controller wird dann hier reingesteckt. Und zwar so rum. Und der nächste Controller, der jetzt gerade von mir befreit wurde, wird dann auch reingesteckt. Und zwar auch richtig rum. Und dann noch 2 weitere Controller. Dann darauf die Konsole. In dem Fall meine Darth Vader Konsole. Upp. Die wird dann halt hier unten angestöpselt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch alles sehen könnt. Ich muss das mal ein bisschen nach hinten schieben. Dann könnt ihr es noch mehr sehen. So. Genau, die kann hier unten dann angestöpselt werden. Und wie gesagt, dieses Charging-Ding erlaubt einfach wirklich viele USB-Ports, gleichzeitig die Controller laden und, falls ihr möchtet, auch, dass die PlayStation 4 mit noch zusätzlichen Ventilatoren quasi mit Luft versorgt wird. Das könnt ihr ein- und ausschalten. Wie laut das Ganze ist und wie das halt aussieht, wenn es angeschlossen ist, seht ihr jetzt gleich. So, der Charging-Stand mit den ganzen schönen Sachen ist angeschlossen und jetzt wollen wir mal den Ventilator starten. Ui, schöner blauer Effekt auf jeden Fall. Ja, doch, man hört ihn schon, aber die Frage ist ja, wie sehr hört man ihn, wenn halt die gute PlayStation 4 darauf gestellt wird. Und das wollen wir mal gucken. So. Jetzt ist drauf. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen leiser, aber man hört es immer noch. Aber gut, das ist ja auch klar, dass man hört. Dann kann man jetzt hier noch die Controller anstöpseln. So. Das geht auch ohne Probleme. Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Also man hört auf jeden Fall ein bisschen den Ventilator. Man kann ihn jederzeit ausstellen. Das Gerät bietet halt wirklich ein Komplettpaket. Also ihr habt einen Ventilator, ihr habt Ladestationen für die Controller und ihr habt zusätzliche USB-Ports. Dafür ist das Gerät halt, wenn der Ventilator an ist, ein bisschen laut. Ansonsten funktioniert alles wunderbar. Muss man halt abwiegen, was heißt ein bisschen laut. Ne? Also wenn ihr in einem kleinen Zimmer seid, ne, dann könnte das vielleicht stören. In einem Wohnzimmer würde ich sagen, hört man es nicht wirklich. Sehr gut. So, aber der große Charging Stand hat auch einen kleinen Bruder. Und zwar diesen hier. Den werden wir jetzt als zu guter Letzt auspacken. Mal gespannt. Oh, so. Ach, schau an. Der hat auch Lüfter. Sehr geil. Die und vorne USB-Ports. Und ja, im Endeffekt ist der Unterschied einfach nur, dass du hier deine Controller nicht direkt laden kannst. Also ne, du könntest das hier natürlich danach halt machen. Aber natürlich werden wir auch gleich gucken, wie laut der ist, wenn das Ding angeschlossen ist. Und das seht ihr jetzt. So, und da ist auch schon das gute Gerät. Und ihr hört, man hört es halt auch ein bisschen. Auf jeden Fall, hier habe ich jetzt noch keinen Ausknopf gefunden. Also ich glaube, es gibt auch einfach keinen. Das muss man berücksichtigen. Und jetzt stellen wir einfach mal die PlayStation wieder drauf. Passt perfekt und dann ist es definitiv leiser. Definitiv. Also dieses Gerät für den Sommer, wenn es richtig heiß ist und sowas, könnte schon sehr praktisch sein. Und ja, wenn ich unbedingt auch noch den Controller und so alles damit laden möchte, also alles an einer Sache machen möchte, ja, warum nicht? Eine gute Sache. So, meine Freunde, das waren die ganz schönen neuen Produkte von Gaminger. Mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall die Ladestation und die Tasche. Und ihr seht hier das ganz große Chaos auf jeden Fall auf dem Tisch. Der Charging Stand und sowas, alles sehr, sehr gut. Also man sieht auf jeden Fall, Gaminger entwickelt sich von Jahr zu Jahr oder von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche oder von Sekunde zu Sekunde weiter. Das sieht man auch, die Produkte werden immer besser. Das meiste, was ihr seht, ich würde sagen 99% der Sachen, werden wir an Stammleser verlosen oder verschenken einfach. Ne, Leute einfach, die uns supporten, die kriegen das halt dann geschenkt, die freuen sich dann auch. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die neuen Sachen von Gaminger gewähren, bieten. Mein Name ist Supro, besucht ps5.de und ja... Jetzt erstmal eine Runde Blu-ray gucken. Bis dann, tschüss!